Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Days Gone. Mein Tank ist leer. Aber ich glaube, das macht gar nicht so viel. Wo sind wir? Ach so, ich glaube, ich muss mein Bike stehen lassen dafür. Ich werde es nicht beenden. Ich werde es oft aufladen, auftanken. Verdammt. Ich bin mitten im Nirgendwo. Ach ja, das waren wir. Deine Beere. Und die habe ich auch keine mehr, aber es macht gar nichts. Finde ja wohl hoffentlich irgendwo Benzin. Also. Ist bestimmt irgendwo welches. Ah, geht das schon wieder los. Da. Diesmal nicht ganz so schlimm. Aber es ist halt, ne, das Gefährliche so an Schnellreisen. Geht das schneller, auch wenn ich stehen bleibe? Nö. Das macht keinen Unterschied. Ist das einzig Gute, wenn man irgendwie schnell reist zu so einem Camp oder einem Niveau-Kontrollpunkt. Irgendwo liegt auf jeden Fall ein Benzinkanister rum. Kann natürlich auch wieder so richtig mies Pech haben, wie in den Folgen davor. Ja, komm, es ist in der Nähe. Hoch, hoch. Yeah.
Scheiße, was ist denn hier passiert? Ja, vielleicht sollte ich mich mal umschauen. Die haben mir ja alles hingeschleppt. Was geht denn bei denen? Krank. Kann ich doch bestimmt, ja, kürzen. Nein, nein. Oh. Wohin mit mir? Da ist eine Höhle. Waren wir schon mal in dieser Höhle? Nicht dumm? Höhle ist verloren? Nein, da. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal aufgeräumt haben oder nicht. Auf jeden Fall habe ich eine neue Nahkampfwaffe. Könnt auch ruhig da bleiben, das ist mir egal. Du Blöde. Ich höre einen Biker. Fährt mir lang. Warum? Selber Story. Hey, ich bin's. Ich weiß, es ist blödsinnig, dass ich herkomme, obwohl du nie hier warst, aber... Wo zum Teufel soll ich denn sonst hingehen? Schon verrückt. Ich hab dieses Kind gefunden. Okay, kein Kind. Sie muss so 15, 16 sein. Sie erinnert mich an deine kleine Schwester. Also, sie hat überlebt, die ganze Zeit, alleine in dieser Kleinstadt nördlich von Belknap. Weißt du noch, erinnerst du dich, die kleine Kirche, wo wir geheiratet haben, weil du es dörflich wolltest? Also, die kleine Lisa, ich habe meinen Job gemacht und sie abgeliefert. Und
Ich meine, wie lange hätte sie da draußen noch überlebt? Ich brachte sie nach Hot Springs und ich weiß, du magst Tucker nicht. Also, du hättest Tucker nicht gemacht, meine ich. Aber sie führt das Camp gut. Ihre Leute sind sicher. Nur diesmal nicht. Die Ripper kamen, töteten manche, nahmen andere mit. Sie nahmen Lisa mit. Ich habe sie gefunden, aber ich weiß nicht. Sie war vorher schon verwirrt und ich glaube, die Ripper haben sie irgendwie fertig gemacht. Also, eigentlich ist mir das egal. Ich meine, sie muss für sich selbst sorgen, wie jeder andere auch, stimmt's? Ich glaube, ich überlege nur, wenn sie deine kleine Schwester wäre, was würdest du von mir halten? Ich hätte sie in Ruhe lassen sollen. Okay, ich muss los. Busa ist... Naja, ich glaube nicht, dass es besser wird. Sein Arm... Es sieht echt übel aus und ich glaube nicht, dass ich noch viel für ihn tun kann. Okay, mach's gut. Witzig, er sagt dasselbe wie ich. Die war vorher schon nicht ganz oben. Und jetzt ist sie ganz am Arsch. So. Also zu Kaup. Tja, in der Nähe. Katzensprung. Ein Steinwurf. Ja gut, ich hätte jetzt natürlich auch irgendwie auf den Biker da warten können. Aber ganz ehrlich, ne. Ehrlich nicht. Das muss nicht sein. Ich guck schon so viel wegen Pilzen, Blumen, Beeren durch die Gegend. Ne, ja, weil Loot tut gut. Klasse. Gibt's da nicht. Wir bevorzugen die Masse. Der ist okay. Aufmachen. Deacon, wie geht's dir? Hi, Manny. St. John, ich habe einen Job für dich. Cope. Manny soll an deinem Bike arbeiten? Nur unter einer Bedingung. Ich muss was für dich tun. Ja, schon klar. Ich will, dass du dich um ein Plünderer-Camp bei den verbrannten Hütten am Cascade Highway kümmerst. Weißt du, welche ich meine? Ja, das kenne ich. Funk mich an, wenn du Fragen hast. Boah, dem Typen einfach mal ins Gesicht treten, ne? Schön, dich zu sehen. Damon, ihr Penner, wie geht's dir? Hat mein Bike geklaut. Auseinandergeschraubt. Mit dem lackierten Tank meiner Frau. Ja? Okay, wir bleiben dabei. Ja, aber ernsthaft jetzt, ne? Erst heißt es, entschuldige, das war kacke. Das tut mir leid. Ich mache, was du willst. Bitte töte mich nicht. Mach weiter Sachen für mich. Und jetzt kommt er so. Arschloch. Saublödet. Also Kopf finde ich, was das angeht, so irgendwie... Oh, weiß ich nicht. Hinterfotzig. Aber Tucker... Oh, weiß ich nicht. Die ist wirklich... Cope, ich fahre jetzt zu diesem Drifter-Camp am Highway. Weißt du noch irgendwas darüber? Nicht viel. Sie folgten einem Versorgungstrupp. Ein bisschen zu dicht. Einer von uns sollte sie ausspionieren. Er kam nicht zurück. Hast du jemanden, der nach ihm sucht? Ja. Einen Mann namens Deacon St. John. Cope Ende. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich sagt er jetzt über dich. Na gut. Wo? Warum seid ihr so super nervig? Geht doch. Ah.
Ja, bleib du mal beim Wagen. Ja, aber Tucker ist wirklich wie die Schwesteroberin da, ey. Bei Harvest neue Augen, ich sag euch. Es macht einen Sinn, aber es geht auch deutlich humaner. Wo muss ich denn jetzt lang? Hier lang. Okay, ich muss da unten hin. Okay, schauen wir uns mal an. Junge, lauf einfach, komm. Sehr schön. Toll. Muss mich genau umschauen. Ich möchte nicht wieder in so eine Falle treten. Okay, was haben wir denn da? Weiter geht's. Du weißt gar nichts, Colin? Die Versorgungstrupps. Wo kriegt ihr das Zeug für euer Camp her? Sag's mir! Nichts! Ich bin... Das Camp. Das sind Männer. Nein! Was sagst du jetzt? Schlitz, das sage ich. Gefällt dir das? Und dir? Ist für dich auch so schön wie für mich? Weiter darum! Olle Punsch. Jetzt, sei still, ich bin dich los. Was? Was? Du bist nicht... Copeland schickt mich. Komm schon, steh auf. Oh mein Gott, danke. Komm schon. Sie haben uns verfolgt bei der Beutejagd. Ich wusste nicht weiter. Hey, sei still, kannst du laufen? Was? Ja, ja. Na dann los, lauf. Danke. Ich sag Copeland, was du getan hast. Kannst du tanzen? Den Tanz ab. Warum fährt er ihn nicht eben? Ein Fähigkeitenpunkt. Halt, stopp. Aber sowas von.
Der Schlachter erhöht die Menge an Fleisch, die du von Tieren gewinnst. Hup, hup. Ja, und dann auf jeden Fall trag dein Päckchen, aber dafür müssen wir hier. Nee, gar nicht, wir brauchen nur einen Punkt. Schön. Wie hinter mir. Wo denn? Das ist ja gut, dass er mich vorher nicht gesehen hat und ich ihn das gerade nicht, ne? Ich stehe einfach fast in sein Gesicht. Er macht nichts, ich mach nichts. Schön. Oh, ein Pilz. Und enge Flaschen. Sind die gesoffen? Kann man nichts damit anfangen. War hier nicht dieses Stückchen Horde, was wir hatten? Also halt so eine kleinere Horde. Wo will ich eigentlich hin? Ja. Da können wir wieder schnell reisen. Ne? Können wir jetzt eh wieder an einen Punkt kommen. Und sogar direkt hinkommen. Wo wir kein Benzin unterwegs auf dem Weg sammeln müssen, sondern da welches haben. Warum nicht? So, 1% Tank. Wie es weitergeht, sehen wir wie immer in der nächsten Folge. Bis dahin. Ich hab das. Ciao. Lebt er noch? Gerade so. Erste Folge. Oder auch nicht? Vielleicht schickst du jemanden. Mach ich. Danke, St. John. Copeland Ende. Jetzt aber. Tschüss.